Ihr wollt eure Gegend von zu Hause oder einen schönen Ort, den ihr gesehen habt, nachbauen, nach Google Maps Terrain und in LS bringen? Dann bleibt dabei, denn ich werde euch in diesem Video zeigen, wie genau das funktioniert. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom. Wir sind hier zurück im Mapping-Tutorial nicht Road to Map, weil ich will das schon länger mal euch zeigen, wie das Ganze hier funktioniert mit Google Maps respektive Google Earth. Und rechts seht ihr das. Ich habe mir hier jetzt einfach mal eine Gegend ausgesucht. Die ist relativ hügelig. Dann sehen wir später vielleicht auch irgendwas auch auf der Karte. Übrigens, hallo Deutschland. Da drüben Deutschland, ja? Hier Schweiz. Also, wie kriegen wir das Ganze hin, dass ihr Google Maps das Terrain reinbringt? Ich werde das Video ein bisschen anders aufbauen, so dass ihr die Kapitel angucken könnt oder dahin springen könnt, einzeln in Etappen. Und auch jeweils zum jeweiligen Kapitel könnt ihr auch die einzelnen Tools gleich mit runterladen. Zum Start brauchen wir aktuell zum einen Google Earth. Das ist das hier. Natürlich nicht vorbereitet. Es gibt einen Screenshot. Das heißt, wir müssen kurz. Sorry, Screen. Shot, nee, Greenshot heißt das. Greenshot ist ein Gratis-Tool. Dieses hier könnt ihr hier einfach runterladen und dann installieren. Ist wie ein Print-Screen-Tool. Zeige ich aber euch auch noch, wie das Ganze nämlich funktioniert. Und wie gesagt, Google Earth, das glaube ich, kennen die meisten. Einfach hier nach unten scrollen. Die Seite hier runterladen ist auch kostenfrei. Gut, grundsätzlich, wie gesagt, ich habe den Google Earth schon offen hier. Ich habe mir hier mal einen Fleck ausgesucht, den ich mit euch heute machen möchte. Normalerweise ist hier auch alles angeklickt, Ortschaften, Straßen und. Ich schalte jetzt hier auch mal das Gelände aus. So. Und dann müsst ihr gucken, dass sie hier unter Ansicht zurücksetzen, Neigung und Kompass. So, jetzt sehen wir die ganze Geschichte nämlich von oben und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Mist. okay, das ist jetzt nicht gut. Da, ah, da. Ich war in Deutschland, ja? Nee. Wir bleiben in der Schweiz. Ich glaube, das ist etwa grob die Fläche, die ich anpeilen möchte. Wir haben nun die Möglichkeit hier im Google Earth so ein Terrain einzuzeichnen, das wir brauchen wollen oder nutzen wollen. Für das gehen wir hier oben auf dieses Linealsymbol. Ich nehme hier immer den Pfad. Da muss man dann ist vermutlich auf Zentimeter eingestellt, hier einfach auf Kilometer umstellen und dann kriegt man da so ein kleines Fadenkreuz und da könnt ihr nun eigentlich eure Gegend einzeichnen und ich sage jetzt mal, ich klicke jetzt einfach mal hier, einmal klicken, ihr seht schon, ich hab jetzt einen blauen Punkt bekommen, wenn ich mit der Maus drüber gehe, der wird der grün, da kann ich den auch wieder verschieben. Wichtig, hier nicht die Maus gedrückt halten, weil sonst macht ihr das hier. Das wollt ihr nicht. Also einmal klicken und dann klickt ihr irgendwo dahin. Und jetzt ist es wichtig, was wollt ihr für eine Karte bauen? Wollt ihr eine Standardkarte bauen? Das heißt, ihr müsst dann 2 mal 2 Kilometer, also das wären die 2 mal 2. Eine Vierfachkarte ist dann 4 mal 4 oder eine 16-Fachkarte ist dann 8 mal 8. Ja? Einfach, dass ihr das schon mal wisst und bedenkt.
Gut, ich lösche das Ganze jetzt hier nochmal. Ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen zu weit oben, sehe ich gerade so ein bisschen. Also, dann würde ich sagen, dann fangen wir hier mal an. Ich klicke jetzt einfach mal hier rein. Wir sehen, wo wir landen. Und wie gesagt, ich mache jetzt hier mal eine Vierfachkarte. Wir haben jetzt hier 3,98 Kilometer. Jetzt gehe ich hier auf den Punkt. Ihr seht, ich habe hier das Fahrtkreuz. Und wenn ich auf den Punkt gehe, habe ich den Finger, die Hand. Und die werde ich jetzt hier mal schön positionieren. Kommen wir gehen noch ein Stückchen weiter rüber. Und jetzt kann ich auch den Punkt hier vorne holen und den nachziehen, so dass wir genau auf diese 4 Kilometer kommen. Die sind wichtig. Das könnt ihr alles so schön anpassen, wie ihr möchtet. Auch später. Es ist nichts fest. Ihr könnt es auch. Ich sehe, ich habe hier einen Test. Auch das kann man später wieder ändern. So, jetzt habe ich das nochmal verschoben. Ich tippe. So, 4 Kilometer. Jetzt haben wir den Greenshot. Ich habe den jetzt bei mir auf Control Print Screen Taste gelegt. Also eine Doppelkombi. Und jetzt ist es so, jetzt bekomme ich bei dem, vielleicht seht ihr so zum einmal die Lupe. Das ist, da kann ich auf den grünen Punkt gehen. Sehe ich den perfekt. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, die kleine blaue Linie, die gepunktete Linie zeigt mir genau die 90 Grad jeweils seitlich wie horizontal wie vertikal an. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich mit dem Punkt noch ein bisschen zu hoch und kann das so verschieben. Muss aber dabei immer noch auf das achten, dass ich die Kilometer habe. Wir holen das mal ein bisschen in die Mitte. Dann haben wir da einfach ein View, sage ich jetzt einfach mal. So, und ich gehe wieder auf den Punkt. So, das müsste etwa hier sein. Und die Linie würde ich jetzt sagen, passt ja relativ gut. Wir könnten jetzt noch ein Stückchen runter. Und ich würde sagen, ja, ist okay, ja? Ist okay. Also Millimetern müssen wir da nicht. Hier einfach wieder Escape drücken, dann kommen wir zurück in Google Earth. Und dann gehe ich hier mal runter. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die 8 Kilometer hinbekommen. Das wird wieder mal extrem knapp. Wir können auch ein Stückchen nach oben. Mit WASD können wir auch die Karte bewegen. Jetzt scrollen wir ein bisschen rein. Ah, es ist zu viel. Und, ja. Gut, dann machen wir es halt so. Geht auch. Ich hole den Punkt jetzt wieder auf diese 8 Kilometer. Versuche den einigermaßen auszurichten. Ich drücke gleich Ctrl Print Screen. Ihr seht schon, ich bin noch zu weit rechts. Hier noch ein Stückchen links. Bis nach oben für die Kilometerzahl. Nein. Und jawohl, ich denke, das nehmen wir. Escape. Nächster Punkt ist hier vorne. Das müssten dann 12 Kilometer sein. Das sind doch relativ gut getroffen, finde ich. Print Screen Taste. Wir sind zu tief. 0,01 Kilometer fehlt jetzt. Passt's? Nein, wir sind noch ein bisschen zu tief. Noch ein wenig nach oben. Ich glaube, das nehmen wir und jetzt einfach mal hier oben in die Nähe des Punktes klicken. Ihr könnt natürlich auch hier unten, ist egal. Drücke ich jetzt aber nicht, weil sonst generiert es mir einen neuen Punkt. Und ich nehme auf den blauen Punkt, schiebe ihn hier hin. Und wir haben jetzt also 0,01 Kilometer zu viel. Wir gucken jetzt einfach mal den Punkt hier an. Wir sind zu weit links. Das heißt, ihr seht, jetzt habe ich es gleich gelöscht mit der rechten Maustaste. Das heißt, ich gehe wieder hier oben hin. So. Jetzt gucken wir nochmal mit dem Greenshot. Also das passt nicht. Das letzte Mal hat es mir hier auch wieder verzogen. Ich habe keine Ahnung warum. Da passt es eigentlich. Hier passt es auch. Das heißt, ich muss das jetzt ein bisschen anpassen. Ein wenig.
Ja, es ist nicht viel, es ist wirklich wenig, was hier nicht passt. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Dann würde ich sagen, ziehen wir den Punkt noch ein Stückchen raus. Eigentlich hätte es oben gepasst. Nachkommen. Ah, das ist wieder der hier, ja. So, den holen wir dazu wieder. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel rübergezogen. Ja. Also wir werden am Schluss die Distanz natürlich auch wieder anpassen. Wie schaut es jetzt aus da unten? Also wir könnten noch ein Stück nach oben. Ich weiß, es ist eine Fummelarbeit, aber wenn ihr das am Anfang relativ sauber gemacht habt, dann habt ihr dann eine gute Grundlage, weil ihr könnt dieses Bild später dann auch nutzen als Minimap oder Karte. Wir nehmen jetzt den Punkt hier noch ein Stückchen nach rechts. Jetzt noch ein Stückchen nach unten. So. Und wenn ich Glück habe, dann passt das perfekt. Also jetzt haben wir hier eine Linie von 16 Kilometern. Also 4, 4, 4 und 4. Ich hoffe es jetzt jedenfalls. Und sonst, wie gesagt, das sind Millimeter Arbeiten. Ihr könnt das dann später auch zuschneiden. Aber dazu kommen wir später. Das werde ich jetzt einfach mal speichern. Ich nenne das jetzt einfach mal Tut Linie. So, dann haben wir das nämlich schon und jetzt versuche ich das Ganze. Ne, wir kriegen es nicht rein. Dann muss es halt so gehen mit dem Screen Greenshot. Ei, ei, ei. Kopiere ich hier mir. Okay, es ist doch extrem schräg geworden. Warum auch immer, man weiß es nicht. Dann müssen wir den nach rüber schieben und den ein bisschen zurück. Jetzt können wir das Ganze natürlich gleich hier noch ein bisschen anpassen. Gehen hier auf Eigenschaften, Messwert. Jetzt haben wir dasselbe wieder. Und ich kann hier einfach nach rechts gehen. Ich würde sagen, das lassen wir. Wie schaut es da jetzt aus? Nach oben gesehen. Na. Definitiv zu wenig. So, das nehmen wir ein Stückchen rüber. Na, das war zu viel. So, noch einmal, weil vorher hat es ja eigentlich ja gepasst. Jetzt kommen doch schon. Okay, jetzt passt ja wieder hinten und vorne nicht. Ich krieg die Krise. So, blau. Also ein wenig nach innen. Das müssen wir jetzt auf die Seite schieben, leider. So. Mit der Hoffnung, dass das jetzt passt. Ich glaube, ich würde sagen, das nehmen wir. Und okay. Also, das heißt, wir können jetzt nämlich Control und Print Screen in meinem Fall. Mache das einfach immer so ein bisschen außen, so dass wir ein bisschen Abstand zur Kante haben. Auch hier ein Stückchen außen etwas so. Ich kopiere mir das einfach mal hier rein und jetzt seht ihr auch mal den Screenshot selber. Ein simpel einfaches Screenshot-Tool oder Screenshot-Tool in diesem Fall jetzt, dass man so Bilder bearbeiten kann und weiterverwenden, schicken, wohin auch immer und was auch immer. Gut, das ist die Ausgangslage. Das ist die Karte, mit der wir arbeiten möchten. Das heißt, wir gehen in den nächsten Schritt zum 3D-Modell. So, im nächsten Schritt holen wir uns nun die Daten für das Terrain-Modell, die 3D-Daten sozusagen oder die Erddaten.
Für das gibt es diese schöne Seite hier. Die ist von der NASA sozusagen gesponsert. Hier müsst ihr euch hier einfach einloggen. Username, Passwort, wie üblich, ihr kennt's, Namen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, Land, für was ihr das Ganze nutzen möchtet. Und hier vielleicht noch, kann man das wegklicken? Ich glaube ja, kein Roboter, und dann könnt ihr das Ganze runterladen. So, jetzt habe ich mich noch wieder eingeloggt, sonst funktioniert bei mir ja auch nicht. Also, ich weiß ja grundsätzlich, wo ich meine Daten habe. Also die hier weiß ich ja grob wo. Also bei mir ist es ja irgendwo hier in der Schweiz, bei euch irgendwo Deutschland, Frankreich, wo auch immer. Was ihr auch immer nachbauen möchtet. Bei mir ist es dieser Quadrant, wenn man das so sagt. Kann ich das einfach so anklicken. Hier oben gibt es dann dieses Feld hier, Download DEM. Das ist jetzt in dem Fall 10 Megabyte groß, nichts Großes. Ich öffne das gleich und mache das mal zu. Ich schiebe das Ganze jetzt hier einfach mal raus. So, das können wir schließen. Das packe ich jetzt wie hier hin. Und als nächstes braucht ihr ein weiteres Tool. Das wäre nämlich den MicroDeem. Auch den kann man einfach so runterladen, ist ebenfalls kostenlos. Leitung ist ein bisschen lahm hier, aber okay. Und alle Links natürlich unten in der Videobeschreibung, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und dann haben wir hier noch PaintNet, das wir ebenfalls noch brauchen für diese Arbeiten in den nächsten Schritten. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ihr kriegt dann einen Installer. Ich glaube, das ist sogar der hier. Glaube ich sogar. Lass mich gucken, habe ich den noch offen? Nö, habe ich tatsächlich nicht offen. Er installiert es leider ein bisschen dämlich hier in C rein. MicroDeem. Man könnte den auch gleich irgendwie so verlinken. So. Dann hat man den draußen. Das wäre eigentlich das Tool, sprich, das gehört zusammen. Sprich, hier Doppelklick, ich mache den MicroDeem auf. Ich öffne das File unter Open, dann Open Deem and Grid. Dann gehe ich hier auf Desktop. Mein Chaos müsst ihr nicht beachten. Und wichtig ist, wenn ihr das erste Mal startet, dann sieht das so aus. Geht hier bitte auf All Files. Und dann sucht nach dieser Datei. Wie heißt sie denn? Da N47E008HGT. In meinem Fall muss nicht sein. Das kann bei euch, also das wird bei euch definitiv anders heißen, außer ihr baut in der gleichen Region. Nun haben wir Mist. Das habe ich schon ausgeschaltet. Normalerweise schaut es bei euch, glaube ich, etwas so. Nein. Both. Ich glaube, so schaut. Ne. Na, wo ist es denn? Mist, das ist jetzt doof. Das ist es auch nicht gewesen. Table of Content. Nein. Legend war es, glaube ich. Die waren alle drin. Jawohl. Und. Ich meine, Grid war eigentlich auch drin. Prime Grid. Ah, okay, das mag er nicht anscheinend. Spannend. Normalerweise wären hier auch noch Linien. Das könnt ihr aber mit dem deaktivieren. Spannend, dass es bei mir jetzt nicht mehr einschalten möchte. Und ich habe den Kreis des Todes. Nein, nicht gut. Okay. Wie gesagt, hier könnt ihr es deaktivieren. Wie gesagt, ich finde es spannend, dass er das nicht mehr anzeigt. Anzeigen möchte. Normalerweise, wie gesagt, hier werden Linien. Ihr könnt auch hier oben drauf klicken. Warum auch immer er das jetzt nicht mehr anzeigen möchte. Ja, dann zeig es halt nicht an. Ist okay. War das noch angeklickt? Nee. Secondary Grid?
Nee. Primary Grid? Ah, so. Irgendwie so war das vorher. Okay, da spackt er rum. Both. Da spackt er auch rum. Dann war es vermutlich etwa so. So kann ich es euch eigentlich gut zeigen. So schaut das Ganze aus. Aber das wollt ihr so nicht. Das heißt, ihr müsst hier, ich klicke jetzt das wieder weg, so Grid. Ihr habt jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesehen, wo das Ganze ist. Hier macht ihr einfach Never. Und dann werden die Linien nicht mehr angezeigt, weil die brauchen wir nicht und die würden das Bild verfälschen. Und die kann man theoretisch drin lassen, je nachdem, welche Region das man hat. Wenn man natürlich genau hier in der Ecke ist oder in der Ecke, ist es doof. Und darum einfach hier auf Legend oder Legends alles deaktivieren. Okay, dann habt ihr das Bild solo. Ihr seht hier unten richtig hoch, also wir könnten das nochmal zurückschalten, dass ich euch auch die Farben hier ein bisschen erklären kann. Ne, tatsächlich umgekehrt, ja. Ist das so? Also je blauer das es wird, umso tiefer ist es. Das müsste aber eigentlich mehr in die andere Richtung gehen, nach oben. Und hier auch grün, hellgrün, das geht so in die 1200er rein, plus minus. Und blau ist so um die 400 rum. Also da sieht man eigentlich die ganzen Höheneinheiten anhand den Farben. So, das heißt, ich schalte jetzt das Ganze wieder weg, dass ihr das mal gesehen habt. So, jetzt ist es wichtig, jetzt haben wir ja eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt. Und den wollen wir jetzt mal hinzufügen. Da gehen wir wieder zurück in Google Earth. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt hier rein. Nein, nicht drehen. Das ist ja eben das Problem, wenn ihr doppelklickt. Einfach wieder auf Ansicht, zurücksetzen, Neigung und Kompass. Rechtsklick, Eigenschaften. So, und da kriegen wir wieder einen Punkt. So, wir gehen genau drauf. Und jetzt drücke ich wieder Control Print Screen und kopiere mir einfach mal diese Daten hier unten. So. Lade sie im Greenshot Editor. Und so habe ich die Daten hier. Das werdet ihr gleich sehen. Ich gucke, dass wir das irgendwie schlau hinkriegen, beide Screens zusammen. Wir brauchen hier nicht einen vollen Screen. Dann machen wir das nämlich irgendwie so. Ich glaube, das passt. Dann seht ihr es nämlich auch. Und dann setzen wir hier mal die Ecken, die wir hier brauchen. Ich glaube, das war. Ich muss jetzt gucken. War das hier? Nein. Wie hieß das nochmals? Zoom in, nein, Zoom in ist es nicht. Wo haben wir diese Daten? Ich glaube doch, es müsste eigentlich hier sein. Map Shading, Overlay, was? Nee. Ich sehe es gerade nicht. Ach, da. Modify Map and Area. Das ist es. Und dann hier auf Keyboard Corners, also die Ecken. Und wir wählen jetzt hier ein W an, weil ich habe vorhin einen Punkt hier oben gewählt, oben links, also Nordwest. Und das heißt, hier stellen wir jetzt das Ganze mal auf, ich glaube, normales kommt in Degrees und Minuten. Wir wollen aber auch Sekunden. Und durch das, dass wir das Ganze gescreenshottet haben, kann ich hier das einfach eingeben: 47, 33, 30.14. Und hier unten wäre dann 8 Grad Ost. 20 Minuten 49 Sekunden 05. Wichtig auch zu gucken, dass ihr hier Latitude auf Nord stellt und Longitude auf E für East oder Ost. Das wäre der nordwestliche Punkt. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Dann gehen wir wieder hier nach unten. Ich gehe wieder direkt auf den blauen Punkt. Grün, ja, blau.
Grünpunkt. Heieiei. So, Screenshot. Ich kopiere das Ganze. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für Google. So. Ich mache das hier ebenfalls wieder auf. Und dann gehen wir wieder zurück hier rein. Hier unten haben wir ein SE, also Southeast. Und hier nehmen wir ebenfalls die gleichen Latitudes und Longitudes. Die lassen wir gleich so, da ändern wir nichts. 47 Grad stimmt soweit, 31. Und dann haben wir hier 20.37 zu 8 Degrees oder Grad, 24 Minuten 02.40 Sekunden. Okay. Und hier ebenfalls okay. Und jetzt haben wir hier unser Terrain. Eigentlich genau, das brauchen wir nicht mehr, nein. Und auch das, ne, brauchen wir auch nicht mehr, so, tschüss. Wir gehen hier rein, abbrechen, machen wir hier auch nichts kaputt, bleibt das nämlich gleich so. Das ist genau das Terrain, ich das Ganze hier öffne. Sieht man eigentlich schon so ein bisschen, jetzt hat er mir das Windows verschoben, ich kann ja mal gucken, nein, das passt nicht, wir machen es so. Ihr seht schon, diese Kante hier, das ist diese Formation, das in der Mitte ist das hier, der Hügel hier, der ganze Hügel hier rechts außen, also diese Formation hier. Ihr seht, das wird jetzt angepasst durch die Farben. Und jetzt müssen wir die ganze Geschichte noch natürlich ein bisschen anpassen, so dass wir das Ganze für den GE, also für den LS, nutzen können. Wir gehen hier rein unter Shading Options. Nein. Ich habe zum Glück None gelassen, das ist gut. Wir möchten hier die Grauskalierung, also eine Grauansicht. Dann ändert es in Grau. Und dann das gleiche nochmal. Reflectance. Also dann wird das Ganze ein bisschen gesmoothed. Und dann schaut das Ganze so aus. Dann haben wir jetzt hier dunkle Flecken, helle Flecken und so weiter. Und das Bild hier, das wollen wir jetzt eigentlich nutzen. Und sagen nun Save Image. Ich möchte hier bitte ein PNG gleich. Und wir schieben das Ganze gleich auf den Desktop. Map. Underline DEM. Speichern. Und dann machen wir die ganze Geschichte mal kleiner. So. Und haben hier unser generiertes Bild. Das heißt, wir öffnen nun unser. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht offen gehabt. Das heißt, ich gehe hier mal in diese Vierfach-Map. Weil wir sagten ja, wir wollen hier eine Vierfachkarte umbauen. Map US. Also Template-Karte. Name ist dann in dem Sinn eure, die ihr bei euch auf dem PC habt. Wenn ihr die gleiche nutzt wie ich, die ich auch auf dem hot-aku.de hochgeladen haben, dann könnt ihr diese nutzen. Die wird dann gleich ausschauen. Modname, Maps, Map US und dann haben wir hier Map und hier drin haben wir das Datum. Und hier drin haben wir nämlich nun die gleiche Datei. Ich muss mal gucken, was ist. Da ist sie. Und ihr seht schon, das ist die Map Underline DM. Ich habe sie schon richtig benannt. Und wichtig ist jetzt, dass wir hier, was haben wir hier? Kriegen wir hier eine Info? Ihr seht schon, ich kann es auch in Eigenschaften öffnen, sieht man es vielleicht auch noch ein bisschen besser. Oder auch nicht, doch hier, ihr seht die Abmaßungen, die sind kreuz und quer, die stimmen eigentlich gar nicht so überein, wie wir das gerne möchten. Ich öffne die mit PaintNet. Und ich ändere hier mal die Größe. Warum haben wir hier unten einen Strich? Was liegt das? Na, jetzt komm bitte her. Hier unten hat es einen komischen Strich drin. Warum das? Control. Meine Güte, was ist denn heute los?
So, ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen größer. Man kann hier natürlich auch extrem nah reinzoomen, aber ihr seht hier, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Das heißt, ich ziehe das Ganze jetzt hier einfach mal runter. Zack. Wir haben immer noch so einen komischen Strich. So. Das sind Millimeter oder ein paar Zentimeter. Das merkt man nicht auf der Karte. Aber das könnt ihr so dann anpassen. Das sieht gut aus. So. Ich würde sagen, das speichern wir jetzt mal so. Nein, speichern noch nicht. Wir wollen hier noch die Größe komplett anpassen vom Bild, weil wir haben ja die ganz komischen, lustigen Werte hier. Das heißt, ich mache jetzt für mich, ich habe ja eine Vierfachkarte hier. Das heißt 2049. Achtung, normalerweise wäre es ja 2048. Und bei Standardkarten wäre es ja normalerweise 1024, respektive bei der Map DM ein Pixel mehr. Einfachkarte 1025, Vierfachkarte 2049 im Quadrat. Okay. Und dann haben wir das Ganze nun angepasst. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Spoiler. Ich werde damit nicht zufrieden sein. Warum? Seht ihr, wie man es korrigiert, seht ihr auch. Aber das speichere ich nun so, speichern unter MapDM auf Desktop. So, yes, yes. Minimieren. Und dann schieben wir eigentlich das Element hier einfach nur Rechtsklick hier rein. Kopieren. Ich kopiere das Ganze gerne. Und da haben wir das Ganze. Nun ist es drin. Und wir kommen nun, wir gehen noch nicht in die Map, aber wir kommen noch einen Schritt außerhalb des GEs auf einen Punkt, den wir noch besprechen müssen. Wir haben ja vorher mal noch so ein Bild erstellt. Jetzt klickt doch bitte das Bild an, Mann, 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 Mann. Das Bild hier, das brauchen wir für im GE. Das heißt, wir speichern die ganze Geschichte hier oben in die Zwischenablage mit diesem Brett hier oben. Gehen dann wieder in Paint.net rein. Wir machen hier mal ein neues File auf. So. Und ich würde sagen, wir machen hier gleich, wie gesagt, Vierfach Map 2048. Wenn ihr eine Einfachkarte habt, 1024. So, okay. Ctrl V. Und dann werde ich das jetzt einfach mal ein bisschen vergrößern. Kriege ich das da genau so. Und dann ziehe ich das jetzt einfach hier direkt in die Ecke. Batsch. So. Das heißt, ich mache hier einfach mal Enter und jetzt werde ich hier die Leinwand ändern. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze hinbekommen. Ich gehe jetzt mal in der Breite mal ein bisschen runter, mal, ich sag mal 5 Pixel. 5 wären jetzt das hier. Nein, Step by Step, Step by Step. Nochmal 5, wir waren bei 3. Ihr seht schon, es wird enger. Bild. Komm, wir machen jetzt mal 10. Wir gehen jetzt auf 28 runter. Das ist ja, wie gesagt, die Breite. Na, wir können tatsächlich noch mehr. Ich gehe jetzt mal auf 2000. Wir können ja immer noch zurückgehen. So, das war zu viel. Aber wir sehen, ja nein, zu viel ist es nicht, aber anscheinend haben wir nicht genau gearbeitet. Das sehen wir hier jetzt genau direkt. Ich würde sagen, das lassen wir nicht so. Also wir gehen nicht mehr zurück. Wir werden das Ganze noch ein Stückchen verkleinern. Aber wir sind hier bündig, relativ bündig, hier oben ebenfalls.
Das heißt, ich gehe hier ebenfalls noch ein bisschen runter. Jetzt habe ich hier noch ein Stückchen Rot. Leinwand. Ich mache mal ein Pixel, das reicht. Perfekt. Jetzt haben wir eigentlich schon hier unsere Minimap oder wenn wir sie als Minimap nutzen wollen, aber auch unsere Arbeitsfläche, die wir dann später nutzen. Dann mache ich hier wieder Größe ändern, weil wir wollen die ganze Geschichte auf 2048 haben. Seitenverhältnis, nein, wollen wir natürlich wieder auf quadratisch, sonst wird der GE das nicht ganz so schön finden. Also, jetzt haben wir das Ganze wieder neu skaliert. Wir haben die rote Linie wegbekommen. Das heißt, wir sind jetzt relativ knapp. Ah, hier sieht man sogar ein bisschen rot noch. Lass ich hier. Aber man könnte hier noch einen Pixel reinschieben, dann wäre das Rot auch weg. Aber ich glaube, das sieht kein Mensch. Und für dieses Tutorial wird das auch reichen. Das heißt, ich speichere das Ganze mal. Speichern unter. Ich werde das auch gleich auf den Desktop legen. Ich sage dem einfach mal Map. Speichern. PNG, jawohl. Und ich speichere das Ganze nun auch gleich mal als DDS ab. Wo haben wir das? Das ist das gängige Format hier von Giants. Hier. Dann machen wir hier TXT1 ohne Komprimierung, weil wir haben ja kein Alpha hier. Ja, Mipmap kann man lassen oder reintun oder rausnehmen. Es ist egal, weil das ist hier nur eine Arbeitskarte sozusagen. Und ja, ich glaube, das passt soweit. Dann müssten wir jetzt zwei neue Dateien haben, nämlich die Map. Ich mache das Ganze mal da drüben hin. So. Die beiden hier. Die werden wir jetzt nutzen. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Giants Editor. Den kriegt ihr natürlich wie üblich. Was ist denn los mit meinen Tabs hier? Also heute ist der Wurm drin. Ich weiß nicht, was los ist. Den GE, wie immer, beim GDN. Hier der neueste 9.03. Den runterladen, installieren, glücklich sein und hier natürlich auch mitmachen. Genau, wir gehen in die Karte. Und da seht ihr schon. Die Steine und Bäume schweben, weil wir haben dann das Terrain anscheinend nach unten gesetzt. Und wir sehen hier auch schon die Konturen des Terrains. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Terrain hier definitiv viel zu flach ist. Definitiv viel zu flach. Wir werden das später korrigieren. Nein, komm, wir korrigieren es gleich. Da können wir gleich mit dem richtigen arbeiten. Das heißt, wir gehen wieder in PaintNet rein. Na, also, wenn ihr sagt, das Terrain, also die Pfade hier, jetzt fehlt mir das Wort. Mann. Das Relief, das, was wir hier sehen, diese Kanten. Definiert ihr eigentlich eure Höhe? Jedes Relief, jede Dunkelheit ist tiefer, respektive heller, höher. Und wie gesagt, ich weiß, ich kenne die Gegend, die Fläche stimmt definitiv nicht. Das heißt, wir können hier mal bei Paint auf Korrektur gehen, Farbton, Helligkeit und Kontrast. Und ich mache es jetzt wirklich mal. Krass, aber ich glaube, das passt dann auch relativ gut. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf 95% und Kontrast gehe ich auch noch oben. Das war definitiv zu viel. Ich würde sagen, na, Stückchen runter. Ja gut, vielleicht ist die Helligkeit doch ein Stückchen zu viel. Nein. Ich würde sagen, etwas so könnte passen.
Das heißt, ich werde jetzt das hier, dieses lustige Bild hier, werde ich jetzt nun so abspeichern, also speichern unter, wieder auf Desktop. So, zack und gespeichert. Dann haben wir jetzt dieses Muster hier, Data. Dann gehe ich wieder auf die Karte. Wir haben hier das Map dem Old. Hier auch nochmal. Dann mache ich jetzt einfach Alt 2. Alt 2. Yes. Wenn ihr diese Dateiendung nicht seht, die könnt ihr natürlich auch ganz simpel einstellen, indem ihr hier oben, bei mir ist es jetzt Windows 11, auf die Eigenschaften geht. Möglicherweise seht ihr die vielleicht auch schon hier oben, wenn ihr vielleicht Windows 10 habt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein. Options, nicht Eigenschaften, Options, Optionen. Dann unter Ansicht und dann müsste hier eigentlich erweitert bei Erweiterungen, also die Endung, bei bekannten Dateitypen ausblenden. Habe ich hier jetzt ausgemacht. Somit sehe ich hier .png, .gerle, die wichtigsten Endungen. Ne? Also abbrechen und gut. Also, dann würde ich sagen, wir gehen direkt wieder in den GE. Auf ein neues. Mal kurz ein Schlückchen trinken hier. Ja, das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Haben wir einen Fehler? Haben wir einen Fehler eingebaut? Ich glaube, ich weiß auch schon einen Fehler, wenn ich da mal die Karte finden würde. Ja, wir haben die Karte nicht eingebaut. Das ist natürlich extrem praktisch. Funktioniert dann natürlich nicht. So, auch in dem Video haben wir mal einen Fehler mit dabei, auch wenn ich das richtig gut ordentlich durchschneiden werde. Aber dieses Tutorial ist mir wichtig, dass ihr das relativ einfach ohne Probleme hinbekommt und auch auf Probleme eingehen kann. So, jetzt wird das Ganze geladen und ihr seht schon, also das Terrain hat sich deutlich verändert, also wirklich deutlich. Und ich würde jetzt mal behaupten, es ist realistischer zu dem, was ich so vor Ort kenne. Weil es ist da wirklich steil, also man fährt da zum Teil wirklich ein, oh, lass mich lügen, 30 Grad. 45, diese Prozente oder Prozent, 30%, ich weiß es nicht, aber die Straßen sind da doch richtig steil. Zum Train komme ich jetzt aber später noch, weil wir haben ja noch diese Textur vorgebastelt. Das heißt, wie kriegen wir nun diese Textur rein? Ne? Das heißt, ich gehe hier oben auf Create, Create, Primitive und Plane. So, mit F kann ich jetzt da hinspringen. Wenn ich nicht irgendwie. Irgendwas ist mit meiner Tastatur los. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. So, dieses Ding hier. Das müsste jetzt einmal 1 Meter sein. Ich gehe jetzt hier mal auf Attributes. Das ziehe ich jetzt mal nach oben. So, ich skaliere das Ganze mal 2048 mal 2048. Das müsste jetzt eigentlich die komplette Map abdecken. Nein, macht es nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze 4096 und da 4096 müsste eigentlich fast schon passen. Sieht eigentlich so aus. Perfekt. Aber warum brauche ich eine weiße Plane? Ganz einfach. Weil wir werden jetzt auf diese Plane wichtig, kleiner Nebentipp, weil wir haben hier die Karte. Ich
Ich will alles irgendwo in der Karte platzieren, was zur Karte gehört. Sprich, das Ding schmeißen wir hier rein. Das wird aus Versehen gelöscht und dann ist es weg. Schmeiß es in die Karte, macht einen Template-Ordner, zum Beispiel hier neu Temp. Da wisst ihr, das ist alles nur Template. Also vorübergehend. Das wird später gelöscht und gut ist. Hier drin geht ihr rauf auf die drei Punkte. So, dann haben wir hier das falsche Projekt ausgewählt. So, Temp. Map DDS, yes. Und wir sehen, wir haben hier nun unsere Karte. Die ist jetzt hier abgebildet, klar, extrem pixelig, logisch, weil die Auflösung ist natürlich relativ klein. Aber wir sehen, wenn wir das Ganze nach oben holen, ihr seht, was passiert. Wir haben den Wald, zum Beispiel die Berge hier oben. Das Tal unten, das Dorf ist in der Mitte. Und so könnt ihr jetzt eigentlich das Ganze, die ganze Karte anfangen zu bauen. Oh, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg, dass ihr das Ganze nämlich auch so seht. Hier den Grün kann ich nach oben holen. Und es kommt eigentlich relativ richtig so, wie das Ganze sein muss, weil hier haben wir das Tal mit den Straßen, mit den Dörfern. Und hier links, rechts, da vorne, das sind alles Hügel. Das ist alles richtig. Das stimmt so. Ihr könnt jetzt natürlich durch das, dass wir das Ganze jetzt hier eingebaut haben, diese Karte hier. So, ich gehe jetzt mal so. Es ist ein bisschen tricky. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist tricky. Ich gehe jetzt hier auf Perspektiv. Ihr könnt auch eine Arbeitskamera einbauen. Das geht natürlich auch. Rotation 90 Grad. X machen wir hier auch mal. Wir könnten eigentlich. Okay, das war nix. Das war nix. So, was haben wir? Na. Also, das machen wir nochmals auf 0. Das machen wir nochmals auf 90 Grad. Okay, das ist schon mal der Himmel. Minus 90. Sind wir noch zu weit unten? Nein, wir sind zu weit außen. Was ist das Problem? Also, wenn ich das Ganze jetzt so angucke, hier die Karte, den Grün kriegen wir natürlich auf der Front, Hoachs, Frontansicht oder Oberansicht nicht mehr raus. Ich glaube, wir müssen das theoretisch so drehen. Das könnt ihr hier alles hier einstellen. Y, ich mache mir mal 0. Genau, so war das doch. So stimmt das. So haben wir das Ganze doch vorher schon auf Google Earth gesehen. So muss es sein. Also X-Rotation mit der Kamera oder Perspektive, je nachdem, was ihr eingebaut habt. Also Kamera kriegt ihr auch unter Create Camera. Dann Rotation 90, Rotation Y 0, Z 0. Und wie gesagt, da könnt ihr dann anfangen zu zeichnen. Ich mache das jetzt einfach mal kurz beispielhaft hier. Ich mache das halt wirklich sehr gerne von oben. Dann haben hier ganz kurz noch da den Brush. Da machen wir mal ganz kurz, was sind es etwa? 4 Meter. Na komm, wir machen mal. Ja, 4 Meter Radius, wenn 8 Meter Straße. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal testweise hier eine Straße ran. Ich zeige das Ganze jetzt auch nicht grob. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich hätte hier vielleicht auch Asphalt auswählen müssen. Das wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen, hier Asphalt. Ich mache das Ganze jetzt tatsächlich doch größer. Ich mache jetzt einfach mal 6 Meter, einfach, dass man das sieht. So, und hier male ich im Grunde.
genommen, einfach der Straße nach. So könnt ihr dann später das Terrain der Straße und den Wegen und. Dieser Weg hier, der ist richtig steil. Da geht es richtig steil hoch. Das sehen wir jetzt ganz kurz gleich, ob das wirklich so ist. Jetzt gehen wir runter. Denn wir wollen jetzt mal ganz kurz angucken, wie ihr das Ganze auch noch sauber hinbekommt. So, du gehst jetzt mal weg. Und ja, genau, das ist so. Also hier geht's noch, aber da geht's dann richtig ordentlich hoch. Das passt. Und wie kriegt ihr das Ganze jetzt natürlich richtig sauber hin? Das heißt, ihr geht hier unter das Window Terrain Editing, wenn ihr es nicht schon offen habt. Ich habe es schon offen hier drüben. Und dann geht ihr einfach hin, macht mal Opacity, Hardness Value auf 1. Radius setzen wir jetzt einfach mal testweise. Ihr könnt auch gucken, ob ihr einen kleinen Radius nehmen könnt. Und ich mache jetzt hier einfach mal Linksklick. Na. Toll. Haben wir gut gezeigt. Natürlich die mittlere Taste, weil wir haben auf der MMB mittlere Maus-Button Smooth. Da können wir das Ganze hier smoothen. Und ihr könnt hier eure Karte nach Lust und Lieben eigentlich anfangen zu bauen. So. Klar, ihr müsst ein bisschen länger drauf bleiben. Ich mache das jetzt einfach relativ grob. Also je länger, dass man das Ganze hier macht, umso flasher, respektive smoother wird die ganze Geschichte. Und umso ähnlicher kommt das auch hin. Ihr könnt es natürlich auch ganz einzeln machen, aber ich würde immer gucken, dass ihr das Ganze über vielleicht drei von diesen kriegen wir das hin? 100 vielleicht, dass ihr das etwa über drei Linien kriegt, dann habt ihr nämlich auch gleich diese Steigung mit dabei. So, ich mache es jetzt mal so, dass die Steigung etwa mitkommt. So, ich mache das jetzt mal so. Ihr seht schon, es geht hier steil nach oben. Und genauso muss es eigentlich sein. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze so übernehmen, wie es ausgedruckt bekommt. Oder ihr könnt mit dem Kontrast noch ein bisschen spielen und hier dann wirklich die Karte dann so bauen mit den Steinen und so, dass das auch richtig etwas stimmt. Ich finde, das passt eigentlich richtig relativ gut. Mal die Straße geht da hoch und richtig steil nach oben. Also ihr seht schon, es ist nicht, vielleicht sogar schon ein paar, bisschen zu wenig sogar noch. So, ich grätsche hier nochmal kurz rein, weil ich habe noch einen kleinen Trick hier noch gefunden, der vielleicht nützlich für euch sein könnte, wenn ihr hier manuell noch an den Kontrasten rumbastelt. Also sprich, nein, hier, da. Klar, hier sieht es ganz wirr aus, weil wir haben es ja schon mal angewendet, aber ihr wisst, was ich meine. Bei den Helligkeiten und Kontrasten habe ich das Ganze ein bisschen angepasst, dass ich finde, es passt. Es könnte sogar eine alpine Map sein. Aber der Trick, nun geht ihr bei PaintNet hier auf Effekt, Unschärfe, Weichzeichner, Gaußschen-Weichzeichner. Und hier wählt ihr, ich glaube, ich habe 20 mal gewählt. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt ganz einfach mal so. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal speichern. Und hier haben wir, wo haben wir sie? Da haben wir die Karte. Speichern. Yes. Yes. Und so gehen wir nochmal ein allerletztes Mal kurz rein. Und ihr werdet den Unterschied feststellen. Aber davor hatten wir also diese, ja, wie soll ich dem sagen, fast schon klippenartige Steilhänge, die da, klar, mit dem Smooth Tool kriegt ihr diese Steilhänge wieder hin. Aber mit diesem Gaußschen Weichzeichner, ein kleiner Trick, ihr seht schon, es sieht viel smoother aus, die ganze Geschichte.
Es ist auch alles gleich steil. Also es ist nicht so, dass es hier, ihr seht schon, also ich bin hier oben, ich gehe jetzt mal kurz auf den First Person Mode. So, ich gucke jetzt hier eigentlich runter ins Tal und es geht hier eigentlich richtig runter und runter und hier nicht mehr, aber hier geht es runter, 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 runter. Also ihr habt hier dann mit dem Gaußschen Weichzeichen ein bisschen kleinere Stufen. Das könnt ihr so dann anpassen. Und dann müsst ihr vielleicht nicht mehr so viel machen. Da, was das hier ist, keine Ahnung. Kleiner Vulkan. Nee, Quatsch. Ja, wie gesagt, das könnte vielleicht euch noch nützlich sein. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz die Steine entfernt hier und auch die Plane. Auch die kommt hier wieder ganz langsam und einfach nach oben. Hier ist das Dorf, hier schön unten im Tal. Und je weiter dass man oben kommt, kommt der Wald. Also von dem her kann man so machen. Ne? Gut, da der kleine Einwurf zum Schluss. Grundsätzlich, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Ihr wisst, wie man das Ganze macht. Ihr wisst, für was diese Textur hier unten ist, wie ihr die erstellt. Diese hier, klar, die könnt ihr später natürlich auch als Karte, Minimap nutzen. Funktioniert auch. Und ja, ich würde sagen, bevor das Video noch viel länger wird, wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück beim Erstellen eurer eigenen Karte. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie es gelaufen ist bei euch. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare oder in den Discord. Ich helfe jedem, der sich meldet und noch Fragen hat. In diesem Sinne, viel Spaß beim Mapbau eurer Karte von zu Hause oder sonst wo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.